Am Mittwochabend macht sich Herr und Frau Zürcher auf den Weg Richtung Letzigrund. Das grosse Spiel steht da, FC Zürich gegen FC Basel. Heute aber bereits schon hat es eine Pressekonferenz gegeben zur Spielvorbereitung. Ja, also wir haben geschwind darüber geredet. Ich meine, ich habe es im Fernsehen jetzt einmal gesehen. Ich will mir das dann nochmal genau anschauen. Also, im ersten Moment muss ich sagen, er hat sich schon nicht gerade geschickt angestellt. Ich muss aber auch sagen, dass der von St. Gallen das Nötige dazu beiträgt, dass es dann schlussendlich so weit kommt. Aber ist klar, muss er sich ein bisschen besser verhalten. Jetzt ist es passiert. Im Nachhinein bist du immer schleuer. Im Nachhinein kann man immer diskutieren, sollte und hätte und wieso und warum. Aber da sind wenigstens gewisse Emotionen drin gewesen, aber ich denke wahrscheinlich im falschen Moment. Aber es ist so. Jetzt müssen wir schauen, wie das Strafmass aussieht. Sille hat sich entschuldigt vor der Mannschaft. Es tut mir natürlich auch leid. Das ist ja normal. Aber das gibt es. Das gibt's. Gehört zum Fußball. Ich denke, man muss da absolut keine Geschichte daraus machen. Jetzt, heute ist Regeneration auf dem Programm gestanden. Also von dort sind wir noch nie so weit. Jetzt kann ich mir auch einmal all die Videos und Szenen anschauen. Und ich habe bereits schon das eine oder andere mit dem Staff besprochen. Ja, und morgen werden wir dann das Kader der Mannschaft mitteilen für am Mittwoch. Und am Mittwoch werden die Jungs erfahren, welche Elf dass wir hier in die Schlacht schicken. Mir geht es um die Leistung. Mir geht es um die Leistung und die will ich sehen am Mittwochabend, dass die Jungs eine Reaktion zeigen auf die ersten 60 Minuten. Dass sie hungrig sind, dass sie motiviert sind. Also nicht motiviert, dass sie Emotionen haben, die sie eben brauchen für das Spiel. Und ja, Valentin Stocker spricht für ihn, spricht für das Selbstvertrauen, das in der Mannschaft vom FC Basel steckt. Ich habe eigentlich lieber Taten auf dem Platz. Wie Sprüche vor dem Match. Gestern haben wir irgendwann dann mal mehr Risiko genommen und haben das 1-1 geschossen und haben eigentlich das Risiko aufrechterhalten. Also wir haben nicht den Wechsel gemacht, dass wir wieder im Viererabwehr zurück sind, sondern wir haben die Dreierabwehr behalten, weil wir irgendwo das Gefühl hatten, wir machen denen noch eine. Und dann, wo es dann wirklich gegen den Schluss zugegangen ist, haben wir dann doch auch gesagt, du, ein Punkt ist immerhin ein Punkt. Und dann versuchst du den Wechsel zu machen und kommst 2-1 über. Aber schön ist, dass die Mannschaft nochmal eine Antwort zeigen konnte. Also das hat dann schon auch ein bisschen mit dem Spiel zu tun. Aber wir gehen ins Spiel und wollen gewinnen. Wir haben ein Heimspiel. Endlich einmal der letzte Grund. Ich glaube, es geht in die Richtung, dass ein paar Zuschauer werden drin hocken. Wir haben eine gute Organisation in der Defensive, auf die haben wir uns verlassen können. Und wir haben Zug nach vorne. Wir haben Zug nach vorne und sind immer gut für Goal. Ich meine, wir haben gestern 2 Goal geschossen mit 10 Spielern, einem Spieler weniger. Also auch das bringt uns nicht zum Tritt aus und das spricht für die Qualität von der Mannschaft. Der Druck ist seit dem ersten Training, als ich mit der Mannschaft angefangen habe, ist da. Der gilt aber auch für die Spieler. Beim FC Zürich ist die Zielsetzung herausgegeben worden, dass wir am Schluss vorne sein wollen. Das heisst in der Meisterschaft und im Cup-Final. Ich denke, im Cup, ja, wir sind im Halbfinal gestanden. Am Schluss haben wir es nicht geschafft. Ja. Ich denke, aber es war ein anständiger Auftritt gewesen. Aber wir haben es nicht geschafft. Das erste Ziel ist Bach ab. Wir sind am zweiten dran. Und da ist alles noch möglich. Und solange das so ist, werden wir alles dran setzen. Ja. Und es ist klar, dass da der Trainer der Erste ist, der positiv ist. Aber ich wüsste auch keinen Grund, wieso wir jetzt das nicht sein sollten. Ich erinnere mich daran erinnern, oder? Irgendwo, ja. So vor 3-4 Wochen haben doch gewisse Herrschaften am FC Basel schon gratuliert. Und ich bin mir da nicht ganz sicher, wer Anfang Saison uns auf der Rechnung hatte. Gewisse Sachen kann man im Fußball nicht erklären, die sind so. Ich hatte eine Serie von 20 Jahren, kein Heimspiel gegen GC zu gewinnen. Also da sind dann irgendwo 16, 17, 18 oder 19 Spiele, das ist ein Klacks. Also von dort her, daran arbeiten, daran glauben, also sicherlich nicht irgendwo eine Serie im Hinterkopf zu haben, das ist ein Spiel wie jedes andere auch. Es ist ein absoluter Spitzenkampf. Das müssen wir so in Kauf nehmen, aber wir müssen es jetzt auch nicht dramatisieren. Wir versuchen es einmal mehr, Basler zu schlagen.
Vielleicht klingt es uns am Mittwoch. Wer weiß? Wenn man den Auftritt anschaut, vom FC Zürich gegen den FC Basel. Das erste Spiel, wo wir 3-2 verlieren in Basel, wer ist die beste Mannschaft gewesen? Ehrliche Antwort? Ja, ich hätte jetzt gedacht, ja, also keiner von beiden. Aber es war ein ausgeglichener Match gewesen. Mit dem besseren Namen für den FC Basel. Da kommt das 4-1 daheim, da müssen wir nicht darüber diskutieren, muss ich aber auch sagen, wir haben sie selber gemacht, fast. Also zumindest die ersten zwei Goal. Da kommt das Spiel in Basel, wo wir 1-0 führen, jetzt bis zur 60. Minute, müssen zwei Stürmer ersetzen und dann soll mir einer sagen, wer die beste Mannschaft war bis dahin. Dort gehöre ich dann am liebsten schon nur FC Zürich. Aber am Schluss wird abgerechnet, das ist ja so. Da ist halt Basel uns noch etwas vor und da müssen wir daran arbeiten. Das Spiel geht 90 Minuten. Aber wir haben gezeigt, dass wir gegen die Mannschaft bestehen können. Es ist nicht so, dass wir da jedes Mal Kanonenfutter sind. Wir kommen immer einen Haufen gute Tipps über, oder? Was alles könntest machen. Da ein Psychologe und da ein Mentaltrainer und da noch irgendwo. Und Mike Schiva noch telefonieren. Ja, am Schluss müssen wir gewinnen am Mittwoch. Und wenn wir das geschafft haben, haben wir alles richtig gemacht. Und wenn es halt anders rauskommt, dann fängt die Diskussion wieder an. Wieso haben wir nicht? Wieso ist dieses nicht? Und warum? Und im Nachhinein sind wir immer alle schleuer. Aber wir probieren einmal mehr anzugreifen gegen den FC Basel. Ich denke, es ist jetzt ein spezielles Spiel. Es ist wirklich der absolute Spitzenkampf. Dann ist es noch 4 Runden vor Schluss. Stadion endlich einmal ist der letzte Grund gefüllt. Abend, Viertel ab 8. Ich denke, optimal, wirklich die Rahmenbedingungen stimmen. Jetzt wollen wir schauen. Aber wir versuchen unter der Woche das eine oder andere der Mannschaft mit auf den Weg zu geben. Ob denn das so ankommt, wie du dir das erhoffst, das werden wir am Mittwochabend sehen. Ja, die Mannschaft hat gezeigt, dass sie Ausfälle und Gesperrte kann kompensieren. Also ich gehe davon aus, nein, ich bin überzogen, dass sie das am Mittwochabend einmal mehr wird, unter Beweis stellen. Aber klar ist auch, dass meine Captain und der Jacques, die jetzt eigentlich die Rückrunde das Zentrum bildet haben, das Herz bildet haben, nicht zur Verfügung steht. Die Aufgabe wird sicher nicht einfach. Klar. Aber die Jungs haben das vollste Vertrauen und ich gehe davon aus, sie werden auch die Unterstützung von der Rang haben. FC Zürich, FC Basel am Mittwochabend, Viertel ab 8 im Letzigrund. Basel hat die Fasnacht, wir haben 6 Leute, sie haben die Leckerli und wir haben das Zürich geschnetzelt. Sie haben Fußball und wir tragen den Club auf der Brust. Binelli und Ersam AG, Ihr Autohaus mit Stil.